Ahoi, ihr Landratten, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play The Secret of Monkey Island. Das letzte Mal haben wir uns hier von Stan dieses wunderschöne Schiff andrehen lassen. Wobei das Wort wunderschön eine glatte Lüge war. Denn dieser stinkende Fischkutter ist nichts weiter als ein schwimmender Schrotthaufen. Und unsere loyale Crew, die ist auch nicht so loyal, denn die sonnt sich jetzt einfach mal hier so an Deck. Da wir überhaupt keine Ahnung haben, wie wir überhaupt weitermachen sollen. Wir sind jetzt hier auf dem Schiff und können gar nichts machen. Wir können es ein bisschen erkunden. So, Guybrush, geh mal hier ans Steuer. Kannst du es machen eigentlich? Nee, nicht wirklich. Du kannst einfach nur hier dich ein bisschen umgucken. Nun gut, also unsere Crew will uns nicht helfen. Die haben was Besseres zu tun. Und darum würde ich mal sagen, wir erkunden heute mal ein bisschen das Schiff. Ne? Also das erste Mal klettern wir hier die Strickleiter hier empor. Und da weht auch schon die berüchtigte Totenkopf-Piratenflagge. Die darf natürlich in keinem Piratenspiel fehlen. Was sagt ein Guybrush dazu? Was für eine Flagge? Mir schaudert, wenn ich sie nur ansehe. Ja, also da sind, sollte uns erstmal ein bisschen Respekt gegenüber anderen Schiffen verschaffen. Zumindest aus der Ferne. Zumindest bevor sie sehen, dass wir einfach nur so einen Schrotthaufen steuern. Gut, man sieht von Weitem aus, dass unser Schiff einfach nur eine schwimmende Müllhalde ist. Gut, also einen Respekt haben wir dafür schon mal gar nicht. Wir klettern erstmal nach unten und hier sind auch schon die Betten der Crew. So, ja, vier Betten. Ja, jetzt ein Doppelbett, da drüben eine Hängematte. Ist ja eigentlich auch ganz nett hier. Und hier einfach eine Axt, eine Zeichnung reingerammt. Sehr schön. Wer mag das wohl sein? Vielleicht LeChuck? Da haben sie einfach so gesagt, ja, LeChuck, hier, frisst meine Axt oder so. Ach, keine Ahnung. So, ja, hier können wir gar nichts machen. Wir gehen erstmal jetzt zu dieser Luke hier vorne. Und hier im Frachtraum ist ein sehr nerviges Geräusch. Das ist wahrscheinlich das Wasser, das hier reinläuft. Sieht sehr vertrauenserweckend auch aus, ne? Ja, Mensch, wir sind hier mitten mitten in der Karibik. Und Wasser läuft in unser Schiff. So, was sagt ein Guybrush hier zu den ganzen Kisten hier? Können wir uns die angucken? Das sind nur alte, rostige Truhen. Kann ich die öffnen? Wenn ja gut, wahrscheinlich wenn sie rostig sind, dann nicht. Die sind alle zugerostet. Aha, wie ich es mir dachte. So, kannst du dir diese Kisten anschauen? Nur alte, rostige Kisten. Ja, wahrscheinlich sind die auch schon zugerostet. Zu schwarze Truhe. Ja, was ist denn hier Tolles? Das ist nur eine alte, rostige Truhe. Kann ich mit der irgendwas machen? Die ist auch zugerostet. Okay, schade. Aber ich kann zu diesen Fässern hier rübergehen. In diesen Fässern ist bestimmt irgendwas Cooles drin, ne? Öffnen wir mal. Dann nutzen wir da einfach mal rein. Toll, Schießpulver. Nice. Da nehme ich gleich was mit. Okay, Guybrush. Aber du weißt, wir wollen jetzt nicht mit Feuerzeugen rumspielen. Vor allem nicht in unserer Tasche. Es kann böse enden. So, hier drüben haben wir ein riesiges Stück Seil. Sag Guybrush dazu irgendwas. Es ist ein riesiges Stück Seil. Ja, Mensch. Darum habe ich jetzt nicht gerechnet. Das nehmen wir doch auch mal mit. Ich meine, so ein riesiges Stück Seil kann man immer mal gebrauchen. Hier haben wir noch eine Truhe. Sieht eigentlich gar nicht so rostig aus. Sieht wie eine alte Piratentruhe aus. Na, wenn die nicht verrostet ist, dann können wir die doch auch öffnen, ne? Und dieses nervige Geräusch ist gerade leiser geworden. Dankeschön, liebe Truhe. So, erstmal gucken wir an, was haben wir da drin. Exzellenter Wein. Den nehme ich mit. Herr Guybrush, du trinkst doch gar keinen Wein, dafür bist du doch viel zu jung. So, sagt er irgendwas dazu? Ich bin kein Weinkenner, aber ausgehend von der tiefroten Farbe ist dies ein sehr guter Wein. Ein exquisiter Jahrgang. So, ich bin leider auch kein großer Weinkenner. Umso mehr ist es mein Vater, der hier den ganzen Weinkeller bei uns zu Hause hier aufgebaut. Aber das tut jetzt nicht zur Sache. Wir gehen einfach mal hier in die Kombüse rein. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier haben wir einen riesigen großen Kochtopf, ein glühend rotes Feuer und einen riesigen Schrank. Was haben wir denn in dem Schrank drinne?
Frühstücksflocken, so sieht es aus. Admiral Crunch, oder wie hießen die Dinger nochmal? Das gab es auch mal. Kann ich davon eine Packung nehmen? Frühstücksflocken, tatsächlich. So. Die Marke habe ich als Kind immer gemocht. Ich mochte das Gefühl, wenn sie am Gaumen kleben blieben. Ja, Mensch, das sind ja großartige Frühstücksflocken. Ja, Mensch, wir können eine mitnehmen, das ist auch schon mal ganz schön nice. Hier drüben haben wir noch einen kleinen Topf. Den kann man auch immer gebrauchen. So. Und sonst können wir hier in der Kombüse erstmal nichts machen. So. Dann klettern wir nochmal hier hoch an Deck und rein hier in die Kapitänskajüte. Ach, guck mal, der kann die Tür tatsächlich schließen. Das klappt so nicht. Was? Was? Guybrush, du kannst keine Tür schließen? Ist ja eine Unverschämtheit hier. So, ja, Mensch. Wie sollen wir jetzt weitergehen? Wie sollen wir jetzt weiter agieren? Wie sollen wir weitermachen? Die Crew will uns nicht helfen. Wir haben alles erkundet. Wir waren sogar hier im Krähenmast oben. Doch, hieß das Krähenmast? Ich bin jetzt in der Seemannssprache nicht so bewandert. Aber ich meine, es hieß. Oh ne, Krähennest hieß das, glaube ich. Vielleicht ist hier mal jemand von euch, der kennt sich damit vielleicht besser aus, der kann mir das vielleicht gerade mal erklären. Ja, jetzt sind wir an einer Stelle angelangt. Da muss ich immer daran denken, wie meine Schwester damals, als sie das Spiel zum ersten Mal gespielt hat, richtig verzweifelt ist und fast ein halbes Jahr lang einfach nicht weiterkam. Mein Bruder, der war ja so gemein, hat meiner Schwester nichts gesagt. Und meine Schwester konnte damals ja auch nicht hier im Internet nachgucken, damals hatten wir auch gar kein Internet. Also Internet dann war sehr, sehr spät bekommen erst. Und nun ja, jetzt sind halt diese eine Stelle angehen, sind wir an dieser Stelle angelangt. So, wir öffnen erstmal die Frühstücksglocken. So, wir knuspern erstmal uns da durch. Toll. Drin war eine Überraschung. Oh yeah! Wir haben eine Überraschung bekommen. So. Jetzt müssen wir Folgendes machen. Wir müssen nämlich die Überraschung uns angucken. Was ist das überhaupt für eine Überraschung? Das ist gar keine Überraschung, ja Mensch. Es ist ein kleiner Schlüssel mit einem eingravierten Affen. Und darauf ist meine Schwester überhaupt nicht gekommen, sich mal diese Überraschung genauer anzugucken. Man kann sie den kleinen Schlüssel jetzt einfach nehmen. Ja, wir können den benutzen. Wir haben den Schlüssel ja schon im Inventar. Wir benutzen jetzt den kleinen Schlüssel mit dem Schrank. Denn diesen Schrank konnten wir vorher nicht öffnen. Und da drin haben wir eine kleine Truhe. Die nehmen wir doch mal direkt mal raus. Mann, ist die schwer. Ohne Zweifel randvoll mit Gold und Juwelen. Da spricht der Kenner im Guybrush. Der weiß, worum es, der weiß, was in der Truhe drin ist. So, öffnen wir die mal. Und was haben wir da drin? Sieh an, ein Stück Papier. Ja, Gold und Juwelen. Und ein paar Zimtstangen. Also so viel zu den Gold und Juwelen. Dann gucken wir uns einmal hier das Stück Papier an. So geht es zu Monkey Island. Topf auf 95 Grad erwärmen. Folgende Zutaten addieren. Eine Zimtstange, vier Pfefferminzblätter, ein menschlicher Schädel, ein Tropfen Krakentinte, 0,5 Liter rotes Affenblut, also 500 Milliliter. Ein ganzes Huhn, 3 Unzen Schwefel, ein oder mehr der folgenden: Vitamin B12, Lecithin, Malz, Bindemittel oder naturidentisches Aroma. Auf kleiner Flamme einkochen lassen. Reicht für 4 Personen. Ja Mensch, wir sind gerade 4 Personen und wir haben ja im letzten Part das hier das verstaubte Logbuch des Kapitäns gelesen. In dem es ja hieß, dass der erste Mart, Toothrot, wurde hier im Buch genannt, er wollte ja eine kleine Suppe machen. Und ich würde mal sagen, diese Suppe machen wir auch. Da freut sich unsere Crew. Und wenn wir diese leckere Suppe haben, dann sind wir bestimmt alle wieder die bestesten Freunde. Und dann helfen wir uns auch wieder nach Monkey Island zu kommen. Ganz sicher, Freunde. So. Also, was brauchen wir dafür nochmal? Schauen wir mal rein. Nein, hier. Eine Zimtstange. Alles klar. Da gehen wir einer der Zimtstangen hinzu. Gibt Zimtstangen. So, benutze Zimtstange mit Kochtopf. Ich mag Zimt.
Ja, ich mag auch gern Zimt. Das ist formidabel. Richtig köstlich. So, was ist als nächstes? Vier Pfefferminzblätter. Okay. Da hatten wir doch mal vom Gemischtwarenhändler hier das Pfefferminzbonbons bekommen. Da packen wir jetzt einfach mal vier rein. So, Pfefferminz mit Kochtopf. Davon habe ich glücklicherweise mehr als genug. So, ich weiß nicht, ob Guybrush jetzt automatisch vier davon reingelegt hat oder ob ich jetzt vier Pfefferminzteile reinlegen muss. Ich habe das als Kind früher immer so gemacht, aber sicher ist sicher, ne? Du sollst das hier benutzen, mein Junge. So. Okay. Vier Pfefferminzstückchen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht mitgezählt. Ja Mensch, ich kann bis vier zählen. So, okay. Dann ein Stück Papier. Ein menschlicher Schädel. Ja Mensch, wo nehmen wir den jetzt wohl her? Wir köpfen einen der meuternden Crewmitglieder. Nein, natürlich nicht. Wir machen das einfach mal ganz gewitzt. Wir klettern einmal hier zur Leiter hoch, also wieder in den Krähenmast. Ins Krähennest. Und nehmen einfach mal hier die Totenkopfflagge mit. Es ist ein menschlicher Schädel drauf, abgebildet, und das sollte ja auch schon mal reichen, ne? Mensch, meine Maus spinnt schon wieder. Ach ja, ist herrlich. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt so großartig im Video sieht. Aber meine Maus hakt ein bisschen ein und wieder und das ist nicht so lustig. So, einmal die Totenkopfflagge reingeworfen. Ich meine, den Respekt vor dieser Totenkopfflagge, den werden andere Schiffe nicht haben, wenn sie schon allein unser Schiff sehen. Ja, also von daher bringen die eh nichts mehr. So, was steht als nächstes drauf? Ein Tropfen Krakentinte. Ja, Tinte haben wir auch. Ob die jetzt vom Kraken ist, weiß ich nicht. Aber gut genug wird es wahrscheinlich schon sein. So. Tinte mit Kochtopf benutzen. Nur einen Tropfen. Ja, Geibler hat recht. Nur einen Tropfen. So. Dann gucken wir uns noch einmal an. Einen halben Liter rotes Affenblut. Ja, Affenblut haben wir keines hier. Wir haben nicht einmal einen Affen hier an Bord, wovon wir den Blut abzapfen könnten. Aber wir haben ja diesen guten blutroten Wein. Davon kann Guybrush jetzt etwas reinkippen. Das sollte reichen. Alles klar. Sehr schön. Dann nochmal gucken. Ein ganzes Huhn. Ja Mensch, davon haben wir auch noch eins da. Die ganze Zeit schon. Das haben wir ja schon hier das haben wir ja bei der Voodoo-Tante geklaut. Mehr oder weniger. Und das schmeißt jetzt auch in den Kochtopf rein. Langsam wurde das auch Zeit, dass ich das loswerde. Ja, stimmt schon. Das tragen wir auch schon das halbe Spiel mit uns rum. So. 3 Unzen Schwefel. So, Schwefel, wo haben wir Schwefel? Ach, natürlich. Im Schießpulver ist der Schwefel enthalten. Wir müssen einfach mal Schießpulver in den Kochtopf. So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir jetzt dreimal Schießpulver, also eine Handvoll Schießpulver reinwerfen sollen. Ich mach's einfach mal. So. Ich nehme noch etwas mehr. Genau, Guybrush. Dann nochmal hier rein. Benutze nochmal Schießpulver in den Kochtopf. Vermutlich muss ich das gar nicht machen. Ich mach's mir einfach nur unnötig kompliziert und so. Aber hey. So schlimm ist es auch nun auch nicht, oder? Oder? So, und noch ein bisschen mehr, genau. Schießpulver in der Suppe kann niemals schaden. Ich meine, ich packe auch immer Schießpulver bei mir rein. Es gibt so eine gewisse schwefelige Note. So. Okay. So, jetzt sollen wir noch irgendwas reinwerfen, was wir noch haben. Und ich denke mal, da können einfach ein paar Frühstücksflocken rein. Sagt er eigentlich dazu noch irgendwas? Okay, das hat er schon gesagt. Gut, ja, Vitamin B schießt mich tot, ist ja bestimmt auch in Frühstücksflocken drin. Dann kippen wir einfach mal ein paar da rein. Ich glaube, mir wird schwindelig.
Gestank und Rauch überwältigen Guybrush und er verliert das Bewusstsein. Wenige Augenblicke später setzt der Voodoo-Spruch ein, der das Schiff auf unbekannten Kurs bringt. Tage vergehen. Ja, okay, gut. Guybrush, steh doch mal auf! Okay, gut. Ich fühle mich scheußlich. Ja, gucken wir uns mal den Kochtopf an. Voller Müll. Hoffentlich muss ich das nicht essen. Ja, klingt ja echt deliziös, das Ganze, was da drin dümpelt. Aber schaut mal, Freunde. Mich laust der Affe. Es ist Monkey Island Trademark. Ja, Monkey Island haben wir es einfach so erreicht, indem wir eine Suppe gekocht haben. Ja, Mensch, also, wenn wir eine verlorene Insel finden wollen, müssen wir einfach nur die richtige Suppe kochen. So, dann reden wir einfach mal mit der Crew. Guckt mal, wir haben Monkey Island erreicht. Hey, seht mal. Wir sind ja bei Monkey Island Trademark. Sag uns Bescheid, wenn du die Gouverneurin gefunden hast. Wir haben noch einen Stuhl für sie übrig. Wartet mal, ihr hattet die ganze Zeit einen Stuhl übrig und ihr sagt mir nicht Bescheid. Moment mal gerade. Ey. Na gut, dann keine Ahnung, dann muss man jetzt irgendwie auf Monkey Island Trademark übersetzen, aber wir haben ja gar kein Beiboot hier. Schade eigentlich. Dann, oh, ich sehe schon, Freunde. Erinnert euch noch an den kleinen Zirkusakt, den wir damals hatten, im Zirkuszelt? Unseren kleinen Freiflug da. Ich denke mal, wir müssen jetzt Ähnliches machen. Wir dürfen wieder menschliche Kanonenkugel spielen. Da packen wir jetzt einfach mal. Ach, ich muss nochmal runter. Brauche ich noch Schießpulver. So, gehen wir mal zur Luke hin. So, die Fässer. Öffnen wir das ganze Zeugs mal. Ich nehme noch etwas mehr. Sehr schön. So, Schießpulver. Und rein in die Kanone damit. Benutze Schießpulver in Kanone. Hier ist kein Platz für das Schießpulver. Okay, gut. Dann ins Kanonenrohr. So, ich habe gehofft, man kann die Kanone vielleicht von hinten öffnen, da dann das Schießpulver rein, aber nein, natürlich wieder nicht. So, dann brauchen wir natürlich eine Lunte. Dafür kann ja unser riesiges Stück Seil dienen. Man kann das jetzt auf folgende Art und Weise machen. Wir können jetzt das Stück Seil, wir können davon etwas nehmen und das jetzt schon in die Kanone reinstecken. Nur jetzt haben wir das Problem, wir sollen uns anzünden. Gut, wir haben einen Haufen Zeug, wo wir das anzünden können. Ach, Moment mal gerade. Mir ist gerade wieder was eingefallen, wie man auf die Frühstücksflocken kommen kann. Genau, und zwar im Buch, muss ich gerade mal erzählen, Leute, im Buch ist ja diese Lesezeichen drinne. Wenn wir das mal genau anschauen, das ist das Oberteil einer Frühstücksflockenschachtel. Genau, das ist der entscheidende Hinweis, den Guybrush gibt, weswegen man sich hier die Frühstücksflocken mal angucken sollte. Genau. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich natürlich wusste, wie wir zu agieren haben. Aber wir können es auch so machen, ohne irgendwas aus unserem Inventar zu verbrennen. Wir nehmen jetzt einfach mal dieses riesige Stück Seil und schmeißen es ins glühend-rote Feuer rein. Murat, war das so richtig? Ich hoffe doch. Ich hoffe jetzt nicht, dass Guybrush das jetzt irgendwie verbrennt oder so. Ich bin gerade ein bisschen unsicher. Von daher, ich mach's mir lieber auf die sichere Art und Weise. Ich erinnere mich zwar, dass man das brennende Seil an die Kanone hätte ranpacken können. Du sollst das Stück Seil mit der Kanone benutzen. Dankeschön.
So, jetzt hat er ein Stück vom Seil abgerissen. Und jetzt können wir. Wo haben wir es? Den Federkiel. Den Federkiel mit dem glühend roten Feuer benutzen. So, jetzt haben wir eine brennende Masse in unserem Inventar. Ja, gut, dass wir das Schießpulver nicht mehr in unserer Hosentasche mit haben, ne? So. Dann die brennende Masse mit der Lunte benutzen. So. Okay, und jetzt rein in die Kanone, schnell. Natürlich einen Helm aufgesetzt. Und. Teil 3. Unter Monkey Island. Was zum. Ja. Hallo, ich bin Hermann Thrug-Thurthrott. Du brauchst mich nicht zu begrüßen. Ich habe ja schon 20 Jahre auf einen zivilisierten Menschen gewartet. Mir macht das nichts aus. Gut, übrigens, vielleicht solltest du das Feuer da löschen. Du könntest jemandem wehtun damit, ne? Gut, also weder dieser kleine Affe noch Herman Toothrot wollen uns helfen. Ja, das ist ja schon mal eine lustige Begrüßung hier auf Monkey Island. Und das zweite Kapitel, muss ich ja mal feststellen, war ja auch nicht sonderlich lang, ne? Ach guck mal, jetzt haben wir hier ein kleines Ruderboot, ne? Dann können wir dann immer wieder zurücksetzen, ne? So, wir nehmen einfach mal die Banane mit, denn Vitamine schaden ja bekanntlich nie. So. Gucken wir mal nach. Ankündigung einer Diskussionsrunde. Am Mittwochabend gibt es eine Diskussionsrunde zum Thema der kürzlichen Besetzung des heiligen Affenkopfes durch den Piraten LeChuck. Und die daraus folgenden Folgen für Umwelt und Tourismus. Alle Bewohner von Monkey Island Trademark sind herzlich eingeladen. Kann ich diesen Fetzen Papier mitnehmen? Das lasse ich lieber hier. Okay, Guybrush, dann mach das lieber mal. So, jetzt sind wir auf Monkey Island. Haben wir es doch noch irgendwie geschafft. Mit merkwürdiger, mysteriöser Voodoo-Magie. Und ich würde mal sagen, Freunde, in der nächsten Folge gucken wir uns mal die Insel genauer an. Da drin werden wir mal ins Landesinnere weiter einmarschieren und so. Ne? Gut, Freunde, ich hoffe, ihr habt für diese Folge Spaß gehabt. Ich auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, ciao Leute, das war's wieder mal für heute. Bis zum nächsten Mal, ciao, euer Martin. Tschüss, ihr Gesundheit, bis dahin.